Ein revaisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu House Flipper. In der letzten Folge haben wir ja hier schön alles gestrichen, alles aufgeräumt, mal versucht, das Schlafzimmer einzurichten, was eher nicht so geklappt hat. Deshalb versuche ich jetzt in der Folge mal die Küche zu machen. Vielleicht klappt es ja. Was haben wir hier für einen Anschluss? Ist das Waschbecken? Oder was ist das? Was ist das für ein Anschluss? Waschmaschine. War Waschmaschine. Jetzt habe ich jetzt gerade gar nicht aufgepasst. Haben wir auch so Eckschränke hier? Oder ist das? Ne, gibt's nicht. Gibt es nicht. Ja, dann gucken wir mal, wie wir es hier anordnen. Aber das ist ja irgendwie, ist es ja schon blöd, wenn wir das jetzt hier nicht über die Ecke hinaus bauen können. Wie hoch macht man das jetzt? So. Nee. Muss ja noch das Holz ändern. Sonst sieht es komisch aus. Wobei, wenn ich hier jetzt noch eine Herdplatte hinmache, dann kommt da drüber die Abzugshaube. Da. Da ist es. Passt es? Ein bisschen weiter rüber, oder? Ist es jetzt mittig? Das ist doch nicht mittig. Ja gut. So, einen Kühlschrank brauchen wir auch noch. Haben wir da noch irgendwelche anderen? Würde, nee, er würde eigentlich, glaube ich, nicht. Doch, doch, dürfte eigentlich schon passen. Dadurch, dass er nicht komplett hinten an der Wand steht, dürfte es passen. Licht bräuchten wir auch noch.
Und vielleicht noch einen Lichtschalter, damit man es auch anmachen kann und nicht nur hier schön Deko hat. So. Aber ich kann die Dinger immer noch nicht darunter knallen, oder? Es wäre halt so schön, wenn man das hier so. Aber man kann ja die Dings hier drunter machen. Die Wandlampen. Irgendwie gefällt mir das heute alles nicht. Ich weiß auch nicht. Ja gut, ich mache weiter mit hier nebendran Essbereich. In der Hoffnung, dass es da besser wird. Vielleicht wird es ja auch dann nachher, je weiter ich fortschreite, besser. Oder so. Tisch, mal gucken, ob es davon auch passend hier Stühle. Nö. Gibt es keine passenden, aber war das jetzt Fichtenholz? Ich glaube, das war Fichtenholz. Nimm mal die dazu. Passt doch auch. So. Eigentlich könnte man hier noch so eine Art Durchreiche machen, also so ein paar Schränke hinstellen vielleicht. Es ist halt die Frage, wenn ich die Schränke hier, ups, nicht das hier, die Schränke hier nehme, ob die von hinten überhaupt gut aussehen. Nicht so wirklich, oder? Weil es geht ja eigentlich. Jetzt hatten wir so einen schönen Durchgang. Ja. Also ich hoffe, dass es später noch irgendwie besser aussieht. Oder ist es wegen dem Boden, weil da zu viel Holz ist? Also zu viel helles Holz. Vielleicht doch irgendwie was Krasses, Dunkles nehmen. Wir machen es mal komplett. Einmal komplett alles. Ich glaube, das kommt besser im Endeffekt nachher.
Gut, das können wir so lassen. Das hier noch. Ja, und da noch ein paar schöne Teppiche hin. Ja, das kommt auf jeden Fall besser. Sofas. Ich stelle es jetzt einfach mal hier hin. Wir können es ja dann immer noch hin und her drehen. Wobei, da fangen wir wahrscheinlich gleich damit an. Hey, das steht doch komplett schräg, oder? Das ist doch nicht gerade. Ja gut, okay, es ist gerade, ich stand schräg. Oder kommt es jetzt von dem Boden, dass ich das Gefühl habe, dass hier alles irgendwie schräg ist? Nehmt es. Das gefällt mir irgendwie immer am besten. Hä? Doch, war so rum richtig. Und da können wir jetzt vielleicht noch so eine Garderobe hinhauen. Noch mal einen Kamin hinstellen. Das da. Ist es nicht so hart? Garderobe. Ja doch, oder? Hätte ich schon gesagt. Ein Teppich. Einen schönen Teppich dahin. Nur was für ein. Ich weiß nicht, wenn ich solche Teppiche sehe, diesen klassischen Teppich rot, da keine Ahnung, da denke ich gleich an Oma. Also meine Oma hat so einen Teppich. Und der ist nur viereckig, oder was? Und vor allem ist er richtig, richtig klein. Oder vielleicht doch eher dann so direkt dran. Ich komme damit gerade überhaupt nicht klar. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so komisch rüberkommt, aber es ist halt wirklich dadurch, dass dieser Boden irgendwie in eine Richtung weggeht, sieht das aus, als ob es schräg wäre. Kann ich da noch einen zweiten davor schieben? So. Ne, das war zu weit. Ja,
den schönen Esszimmer, den Wohnzimmertisch, den schönen da. So. Weil wir können. Was mache ich denn? Das da weg wieder. Den da dafür ein bisschen näher hin. Ja. Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich mache jetzt erstmal eine Pause und überlege mir, wie ich hier weitermache, bevor ich die nächste Folge anfange. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen, gerne auch einen Kommentar. Und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.